Willkommen zurück zu SimCity 5. Diesmal nicht mehr mit dem GLP, sondern alleine. Und wir machen uns jetzt wieder daran, die, im Grunde Devitopia aufzubauen. So, die haben jetzt mittlerweile 323 Simillions. Simillions? Mein Gott. So, aber ich glaube, da ist ein massives Problem drin, weil ich glaube, dass die Stadt in relativ kurzer Zeit zu groß geworden ist. Zudem noch dann quasi die Unwissenheit von mir, die wahrscheinlich immer noch besteht. Aber ich habe mir jetzt mal so ein paar Guides angeguckt zum Thema Casino-Städte und die einen sagen, ja, die großen Casinos sind verbuggt, die kleinen Casinos sind verbuggt und also Bugs sind da garantiert noch irgendwo drin. Ja, holy shit. Wo ist denn die Kohle? Na gut, ich werde jetzt erstmal versuchen, hier nochmal ein bisschen aufzuräumen, Kosten zu reduzieren, ein paar Gebäude kaputt zu machen. Oh mein Gott, Kredite sind ja auch richtig am Laufen. Sonst muss ich gleich mal wieder switchen und Geld sammeln. Erhöhen Sie die Steuern. Was kostet denn 7.000 kostet die Polizei? Wenn ich jetzt hier mal eine Pause machen kann ich gar nicht. So, dann gucken wir doch mal. 7.000 kostet die Polizei. Ah ja, und Strom brauchen die Guten auch noch. Meine Güte. Das ist wieder geil. Straßenbahndepot zieht nochmal richtig Kohle ab. Wie teuer ist der hier? Ah, Shuttlebus-Depot. Ich werde jetzt mal ein paar Sachen zumachen. Na, hier fährt ja gar keiner rein. Und ich hoffe mal, dass das Geld gleich ankommt. Dann kann ich zumindest Strom schon mal komplett ausbauen. In dem Bereich und dann werde ich versuchen, ich denke mal, das hier kann ich auch liegen lassen. Man muss auch gucken, dass man quasi Verkehrsprobleme total beseitigt. Das geht nämlich auch keiner in die Casinos. Und deswegen sind wohl Kreuzungen generell schlecht. Also T-Dinger sind wohl einigermaßen okay, aber solche ganzen Kreuzungen, die sind kacke, weil sich da alles zu sehr staut. So, jetzt sollte mal das Geld hier kommen. Da stopft es sich wieder. Na, ich glaube, das dauert einfach noch ein bisschen. Polizeiwache geschlossen. Ist sie geschlossen? Ach ja, wegen kein Strom. Natürlich. Wäre ein bisschen blöd, dass das Geld so lange braucht, bis das Thema ankommt. Jetzt habe ich gerade mal 1000. Aber schauen wir mal eben auf die Karte, wo mein ganzes Geld hingeht. Gebäudedichte. Tendenz zum Auszug. Warte mal, mache ich jetzt gerade nervös, wenn ich sowieso nicht so viel Kohle habe und das läuft hier so super schnell. Wo habe ich denn jetzt hier den Scheiß Strom? Oh. Ist alles noch top hier. Was ist das hier? Polizei und Verbrecher. Okay. Ich meine, geht ja auch. Im Grunde sind ja kaum Verbrecher, oder? Da ist noch eine Polizeiwache. Was hier? Ding dong. Weil so Handschellen sind. Entweder werden die gerade verhaftet oder was weiß ich. Keine Ahnung. So, jetzt will ich mal gucken hier. Oder war es hier? Die Einnahmenübersicht. Wo war das denn nochmal? Ach genau, hier kann man gucken, wie viele Touristen da sind. Ja, Unterschicht, aber Mittelschicht und Oberschicht ist eigentlich am besten. Und deswegen, hier habe ich glaube ich wieder einen Fehler gemacht. Ich habe natürlich jetzt ein Casino gebaut, was alle Schichten einnimmt. Was aber glaube ich gerade auch zu ist. Gut, ohne Strom braucht man da eh nichts versuchen. So, der ist sowieso zu. Was ist denn mal mit Kohle jetzt? Ding dong. Eine allgemeine Hochschule.
Ah, doch nicht jetzt, oder? Wer will das denn? Genau, ich glaube, dass ich hier diese Hauptverkehrsstraße verlege, dass ich quasi hier den die Straße um die Ecke führen lasse und dann hier rein. Ah, Strom kommt leider noch nicht. Geld kommt leider noch nicht an. Ich werde das nochmal switchen, bevor ich alles dicht mache. Genau, das ist sowieso zu. Profit 32.000 Miese am Tag. Alles verlassen hier, Mann. Der auch? Ja, WTA. Achso, ein Brand. Alles klar. Wenn es brennt, kann man nichts machen. Schon wieder Oh, doch. Schon wieder 12 verlassene Gebäude. Die wollen hier einfach nicht wohnen. Vor allem hier unten. Ich glaube, hier unten werde ich mal vielleicht ein bisschen Mittelschicht ansiedeln. Alter, hab ich Obdachlose. Räuber überqueren Grenze von Tosca. Verdammt. Also die kommen gerade hier zu mir geflohen. So, warte, das mal. Guck mal, selbst hier Busse, wie die fahren. Die fahren alle auf einen Fleck. Oh, warte, ich muss erstmal die... Klar wollen die da natürlich wieder einziehen sofort. So, erstmal reduzieren wir jetzt ein bisschen hier an Einwohnern, zahlenden Kunden. Jetzt haut doch mal ab hier, ey. Am liebsten würde ich ja neu anfangen, aber das geht ja gar nicht so ein. Nee, warte, das geht da nicht. Müllhalde steht da schon mal gut. Oh, WTF, minus 700 Novat pro Stunde. Haben doch mehr gewohnt als gedacht. Nein! Also ich brauche auf jeden Fall Strom. Ich muss jetzt unbedingt mal switchen, dass das Geld hier von den anderen Städten ankommt. Weil GLP hat da was geschickt und ich auch noch. Aber ich glaube, das dauert immer so lange. Laden wir mal Tosca. Hui. Tosca ist ja im Grunde die Stadt, die den Flughafen versorgt. Die im Grunde auch keine gute Bilanz hier unten hat, aber durch die ganzen Exporte immer was dazu bekommt. Ah, Spezialisierungen sind am teuersten, okay. Und wir machen mal wieder schnell, damit wir schnell Geld verlieren. So, was ist denn, wenn ich jetzt mal hier die Straße cutte? Okay, so fahren die zumindest schon mal ziemlich weit. Oh, oh nein! Oh! Da ist was kaputt gegangen. Scheiße. Ah, ich sehe gerade, so eine richtige Hauptkreuzung habe ich hier gar nicht mit so einer großen Hauptstraße. Aber da ist dann die Frage, braucht man das jetzt so quasi? So genau, die fahren alle wieder raus. Ja, hier sind wieder krasse Verkehrsprobleme am Start. Und auch nur, weil die an der Kreuzung ja alle stehen. Eigentlich verursacht nur die Polizei Stau. Ich glaube, die nehme ich mal raus. Oder Krankenwagen, was weiß ich, was das jetzt war. Ah, guck mal, als Geschenk an Debito... Achso, an Debito LP in Debitopia verschickt. Jetzt ist das Geld da angekommen. Deswegen, der Stau hier, der kann doch gar nicht sein.
Was ist denn da los? Und immer noch Hardcore-Stau. So, dann könnte man hier nochmal die Hauptstraße reindonnern. Aber damit würde ich die, glaube ich, richtig kaputt machen hier alle. Ätzend. Was ist das hier? Oh ne, die Polizeiwache. Ja, Verkehrsprobleme überall. Egal, wo man hinsieht. Aber da habe ich jetzt mal eine Idee und zwar... Upgrade! Bam! Achso, Sympathierate von 75% habe ich, glaube ich, gerade durchgehalten. Stadtflaggen. Dann kann ich nur hier vorne machen. Was haben die denn? Ach so, so viel Verbrechen. Ja, ist doch gut. Gästehaus. Ein Wachposten. Ah, Garage für den Sportwagen. Das brauche ich. Ich hätte den aber lieber auf der Seite hier. Egal. Man muss dann immer rüberlaufen. Über die Straße. Was ist das denn? Das kostet 10 die Stunde. Krass. Ja, da freuen die sich auch noch drüber. Der Bürgermeister hat einen Sportwagen. Juhu. So, warte. Was war? Geld war verschickt. Dann gehe ich mal rüber. Wer da dann die Strom... Genau, braucht Müll. Braucht... Genau, da war's. Dann werde ich da jetzt mal wieder den Strom hochfahren. Dann müssten die ganzen Gebäude wieder funktionieren. Und dann werde ich die Stadt vielleicht mal ein bisschen verkleinern, ey. Es geht nicht um Einwohner. Genau, hier werde ich dann eine andere Schicht ansiedeln. Wenn das Geld mal, hier ankommt. Oh. Haut doch ab. So, man kann wohl mit der Straße in Kombination mit den Parks kann man quasi das bestimmen, was da einziehen soll an Volk. So, im Grunde bräuchten wir jetzt mal ein paar Unterschichthäuser. Wahrscheinlich auch damit die ganzen Obdachlosen da mal rein können. Oh, 8%. Alter. Nee, da bleibt. Komm, bei 10% wäre ich wieder im Plus. Ah, lassen wir mal so. Lassen wir mal so. Und jetzt wird mal Zeit, dass das Geld hier ankommt, bitte. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo soll ich hier eine Schicht unter? Von der Unterschicht könnte ich da bauen, da baue ich hier Mittelschicht mal hin. Eine schöne Mittelschicht. Aber so reicht, da brauche ich ja gar keine anderen Dinger mehr machen. Nehme ich einen Park. So einen schönen Naturpark, der kommt dann hier immer an den Kreuzungen vielleicht. Oh, der ist ein bisschen größer. Was ist hier mit? Das ist ja mal geil. 10 die Stunde kostet ja und hat einen riesigen Einfluss. Tschüss. Guck mal, den kann man hier reinsetzen. Ist ja der Hammer. So, dann noch. Ja, genau, in der Mitte einen hin.